Wie solltest du reagieren, wenn deine Mitarbeiter oder deine Teammitglieder keinen guten Job machen? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Saad Chamo, Teamleiter von der Marketingabteilung der A&M. Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal vorstellen, wie ihr vielleicht euch zu verhalten habt, wenn ein Mitarbeiter, ein Kollege einen schlechten Job macht. Fangen wir mal ganz vorne an. Erstmal brauchst du in deinem Unternehmen die Definition von guter und schlechter Job. Wie willst du messen, was schlecht ist oder was gut ist, wenn du noch nie diese Kennzahl vorgegeben hast? Ja? Das heißt, das Erste und Wichtigste ist erstmal die Definition, was ist ein guter Job. Jetzt können wir uns daran messen. Jetzt können Mitarbeiter sich daran messen. Jetzt kannst du auch verschiedene Mitarbeiter daran vergleichen, was gut ist. Sei es eine Kennzahl, wie viele Aufträge pro Tag gemacht werden. Sei es eine Kennzahl, wie viele Fehler dürfen maximal gemacht werden. Und genau deswegen brauchst du erstmal die Definition von guter Job. Zweitens ist, du musst auch die Möglichkeiten geben, also das Equipment dazu, was um diesen Job zu perfektionieren. Ja? Das heißt, wenn du der Meinung bist, der Kollege schafft die Arbeit nicht, geh erstmal davon aus, du hättest mit denselben Mitteln die Arbeit gut gemacht. Oder hättest du das nur geschafft, weil du andere Tricks hast. Also jeder Mitarbeiter muss dieselben Möglichkeiten haben, die Arbeit gleich gut zu erledigen. So, jetzt ist die Basis gelegt. Das heißt, wir haben das Equipment und wir haben die Ziele, was gemacht werden soll. Jetzt ist es ja ganz einfach, wenn jetzt ein Mitarbeiter das nicht schafft, dann würde ich das immer direkt ansprechen. Der schlimmste Fehler, den leider immer noch alle Unternehmer machen, alle Teamleader, viele Geschäftsführer, sie sprechen die Leute nicht darauf an. Ja? Warum? Unzufriedenheit in sich reinstecken, wahrscheinlich, wie ich viele auch schon von vielen gehört habe, statt den Mitarbeiter darauf anzusprechen, seine Drecksarbeit korrigieren im Hintergrund. Ja, was ist das Problem? Du bezahlst einen Mitarbeiter und belastest dich selber noch. Also direkte Kommunikation und dann kannst du auch nochmal angehen. Hey, was fehlt dir dazu, dass du deine Arbeit gut machst? Ja, brauchst du mehr Unterstützung? Fehlen dir die nötigen Schulungsmaterialien? Oder ja, was stimmt am Arbeitsplatz nicht? So, also das erste Gespräch ist wirklich darauf hingehen, offene Kommunikation und die Probleme herausfinden. Wenn du das Gefühl hast, du hast oder du bietest dem Mitarbeiter alles und alles passt und er bringt trotzdem nicht die Leistung, dann musst du auch ehrlich zu dir selber sein und unternehmerisch denken, ist dieser Mitarbeiter wirklich geeignet für uns? Das darf man nicht vergessen. Viele heutzutage haben Mitarbeiter, mit denen sie schon seit Jahren unzufrieden sind und sie einfach trotzdem beschäftigen. Habe keine Angst davor. Wenn es hart auf hart kommt, dann musst du wohl die Kündigung raussenden. Weil das, was ein Mitarbeiter an schlechter Arbeit verursachen kann, das kostet dich noch viel mehr als nur sein Gehalt. Das darfst du nicht vergessen. Wie du den passenden Mitarbeiter übrigens findest, das kann ich dir in einem anderen Video nochmal erklären. Ja, wie du vielleicht auf solche Situationen reagieren kannst und wie du auch generell eine Struktur in deinem Unternehmen aufbauen kannst mit Verantwortlichen für jeweilige Positionen, das haben wir auch in unserer Mastermind. Lass uns gerne dazu mal sprechen. Geh auf unsere Webseite, buch dir ein kostenloses Erstgespräch und dann hören wir uns bald.